Willkommen zurück beim Destiny-Projekt. Und zwar Back in Action. Nein, keine Back in Action, sondern einfach eine Back in Upon. Das... Ja. Glowstone, ne? Brauche ich immer nachher noch für die Stadt. Und dann habe ich ja geplant, jetzt gleich versuchen, noch schnell in die Hölle ranzugehen. Ein paar Sachen zu farmen. Dafür aber eben noch hier ein bisschen geschnackelt alles weg. Dann brauchen wir das zu Hause, beziehungsweise in der Hölle in Japan, und dann geht's jetzt direkt zurück und bauen das Portal. Dann suchen wir uns gleich noch eine billige Spitzhacke. Die kann Efficiency 2 haben, die kann meinetwegen egal was haben. Denn das hat den kleinen Vorteil, dass wir das mitnehmen können. So, das Güsel nehmen wir vorsichtshalber mit. Baut den immer ab, alles klar. Hier wissen wir das, was wir aktuell eintauschen können. Gegen was Gutes, glaube ich. Das war eine Kapsel, die wir uns da nicht köpfen müssen. Na, da ist unser Metrit. Den können wir auch später mal abbauen. Mir geht es ja darum, dass alles jetzt hier gleich seinen Lauf hat. Und je schneller wir in den Lauf reinkommen, desto schneller können wir auch dann auf die große Reise gehen. Und halt uns auf den Weg machen. Mystisch. Da werde ich mir halt einmal kurz die Karte einschalten. Und dann ungefähr wissen, wo ich hin muss. Dass ich da kein Problem damit habe, in welche Richtung ich gehen müsste. So einfach. Eine Stadt weiß ich ja, die ist, glaube ich, da. Ja, wir sind alle so um mich verteilt. Deswegen ist das schon okay. Aua. Vier Stück. Boah, ich glaube ich gar nicht, ne? So viele sind das nicht, nein. Feuerzeug dran ab Peneta, würde ich sagen. Fast schon. Zu leichtsinnig, wie ich mich immer kenne. Wie viel Back in Action haben wir hier noch frei? Ja, das ist... Ramadillo dreht sich so komisch. Lava-Eimer können wir mal hier mitnehmen. Wir können die Dinger mal eben füllen. Zumindest den nach vorne schon mal füllen. Hatschü. Oh, verdammt. Verdammt. Na verdammt, kommen wir so hoch. Zweimal sind schon mal drin. Die können wir mitnehmen. Den Obsidian-Block. Warte mal, wo ist der jetzt, der eine verschwunden? Hab ich mich da vorne verbaut? Na, egal. Ich meine, es waren noch fünf Stück oder so. Komisch. Wir nehmen eine Billigspitzhacke, habe ich gesagt. Den Gral, den lassen wir mal hier. Was haben wir denn hier? Fortune? Nee, müssen wir doch irgendwas Billiges haben. So eine Living Metal können wir meinetwegen auch haben. Das macht mir eher weniger. Ich glaube, so eine billige Spitzhacke, aber ich glaube, das sieht sehr, sehr schlecht aus. Dass mein Wunsch erfüllt wird durch eine billige Spitzhacke. Doch, Efficiency 2 reicht vollkommen. Licht. Ja, können wir mal vorsichtig am Ende essen, auf jeden Fall. Eine Schaufel weiß ich nicht. Soul Sand können wir damit abgraben. Nur die drei Dinger, die bleiben auf jeden Fall hier. Packs kommen mit. Zur Not. Brauche ich den Sattel, vorsichtshalber. Choco. Chocobo Sattel. Ich glaube, ich kann Sattel... schneller eingeben, da ist noch Chocobo-Sattel. Leder, Chocobo-Feder, Swing, Swing. Haben wir doch bestimmt. Swing, Swing, Leder. Jetzt fehlt nur noch Chocobo-Feder. Hohohoho. Nein, nein, nein. Hallo Skelett. Ah, na, jetzt hätte ich meinen Soul-Shot nicht mit. Aua. Ach, geh doch heim. Mensch. Wo ist denn schon wieder mein... Hey, kriegst einen Rappel. Da ist eine Schokobefeder. Der kann weg. Wo habe ich vergott nochmal meinen ollen... blöden... Coin hingetan? Nein. Nein. Ich glaube eher vermuten da oben drin, richtig.
Nimm mal mit, nimm mal mit, nimm mal mit, nimm mal mit. Jetzt greifen wir uns den Chocobo. Sattel, Leder, String, String, Chocobo-Feder. Andersrum, Chocobo-Sattel. Und nimm noch ein bisschen Güsal mit. Das haben wir doch auch irgendwo gehabt. Das Güsal. Ich weiß jetzt nicht wo. Aber irgendwo in der Nähe. Güsal, goldene Feder brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Bogen müssen wir uns gerne noch quaffen. Wo ist denn hingefallen? Da hinten. Hallo Zombie. Nur ein kleiner. Auch okay. Na. Dididin. So, keine Schollen, keine Mühlen. Einfach da rein. Mein Essen habe ich immer mit, das ist super. Ich wollte doch Feuerzeug. Dit. Und ein Eisen. Flint and Steel. Was sind wir denn noch mit? Was soll ich denn? Ich jetzt hier meine Achtung verloren, was ich mitnehmen wollte. Ein Freezer-Helm können wir auch nochmal mitnehmen. Fire Protection. Bogen. Ein Bogen. Obwohl wir am Cloud putzen können uns auch wehren. Ein Portal. Das Feuerzeug. Tun wir mal netterweise hier einfach unten in die Ecke rein. Warum auch immer, weiß ich nicht. Für die Fackeln haben wir noch 15. Jetzt haben wir noch 13. Und den Rest machen wir jetzt unten. Ach, fertig. We need go to the deeper. Oh, Glück gehabt. Boah, und ich lass mal kurz die Welt aufbauen. Da ist ein Tower zu sehen. Da, weiß ich nicht, eine Festung. Und hier ist, welche Spitzhacke ist das? Das ist die Efficiency. Hier vorne räume ich erstmal voll fett auf. An Nether weg. Grund, wie gesagt, das zum Abbauen. Es leckt ja auch kein Stück im Nether, nein. Der Nether ist gerade wirklich am Lecken. Das ist Fortune-Spitzhacke, die mitnehmen sollen. Was haben wir jetzt da vorne? Kann das irgendeiner erkennen? Wo ist das denn ganz genau? Ich sehe es jetzt auch nicht. Was ist da? Zeigt er mir auch nicht an. Da ist ja was. Hier ist Adrit. Beerenbüsche. Ah, wir sind waghalsig. Hot Sand. Lava hier gut. Lässt sich auch woanders finden. Hallo Spinne. Leck ja kein widerliches Stück. Ja, ist klar. Noch so eine blöde Kackspinne. Die ich wieder nur natzen wollte. Was ist denn da vorne? Oh, ist das oberhalb? Das müsste ja, wenn oberhalb irgendwo noch sein, weil das sieht ja gerade komisch aus. Oder? Hey? Weiß es nicht. Wir gehen mal weiter suchen. Da vorne ist auch irgendwas. Kann ich das nicht abbauen? Ne. Wo ich Stahlwerkzeuge. Dafür bräuchte ich aber einen angenehmen Lavasee, wo ich einfach mal ein bisschen Lava abschöpfen könnte. Halleluja. Genug Zeug ist ja davon da. Wow. Eine Festung wäre jetzt auch schön. Oh, warum? Wir können das einfach so abbauen. Nehmen wir das direkt einfach mit. Ich dusel. So, weiter höher und höher und höher und höher. Dann gehen wir nämlich mal eben... Halleluja. Ich habe ich denn jetzt da die... Genau, die... Die baut aber auch ein bisschen sogar langsam auf. Ab. Auf. Die kann auf jeden Fall aufbauen. Die blöde Spitzhacke. Ach, okay, ja.
Ne, das Nitakatz können wir auch mit der Taktenspitzhacke irgendwie mitnehmen. Ist ja auch relativ okay. Dann bauen wir das halt mit der Fortune immer zu Hause ab. Wenn wir gerade Zeit haben. Machen wir halt eine Spawner-Fortune-Folge oder sowas. Ich weiß es nicht. Naja, komm. Eine Beleuchtung bleibt da oben. Das ist natürlich auch nicht die Höhe etc. Das ist geil. So, ein Bäumchen. Hallo, ja, Pigman. Kann mitgenommen werden. Darf mitgenommen werden. Und hoppsala. Also genau mit der Karte kann ich mich jetzt hier nicht so anfreunden. Im Nether, das ist ein bisschen blöd, würde ich sagen. Wie sie doch aufgebaut ist. Lalalalalala. Nicht so vor, weil ich irgendwo vorgehen. Na, guck mal. Da ist ein Baum. Da ist ein See. Lop. Darf mich da natürlich auch nicht verirren. Das ist noch kritischer als alles andere. Ich höre schon so einen hässlichen Gast. Ey, wo ist das? Ist das Ding jetzt hier oben oder unten? Sollen wir mal unten gucken? Wo ist er? Hä? Kommt das jetzt von unten? Kommt das nicht von unten? Ah, Lava kommt von unten. Hachi. Komm, fließ bitte jetzt ab. Hier ist doch nichts mehr. Fließ einfach ab. Machen wir doch hier nicht so eine komische Tour jetzt hier raus. Komm. Oder so noch ab. Oder kann ich noch was abschöpfen, ne? Das fließt jetzt erst seelenruhig da unten rum. Dann, dann, dann. Jetzt nicht sagen wir, dass ich da runterspringe, aber... Mal ehrlich, ist das da unten? Das sieht eher weniger danach aus. Man kann es einfach nicht sagen. Das ist oben. Jetzt, wenn wir hier so runter gucken, ist doch gar nichts. Dünn, dünn, dünn. Na, wo ist der olle Gast? Das muss das irgendwo da oben sein. Na komm. Bam, bam, bam. Ah, knapp. Return to Sender. Dann muss ich natürlich aufpassen, dass ich nichts reinfalle. Ey, das muss doch hier. Hier muss irgendwas sein. Komm. Jetzt einfach nach oben. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Ich glaube, keine Ahnung. Ich geh jetzt einfach nach oben. Guten Tag, Herr Schwein. Ist das Gebilde hier oder was? Ne, das ist nicht. Das ist jetzt weiter geradeaus. Und da und darunter. Stehen wir genau mitten drinne. Das würde mich nur interessieren, was es ist. Aber was es ist, das erfahren wir leider in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, euer Flash und HP und tschüss.